Alter! Wo muss man mal... Auf das fette Ding da! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 6. Immer noch mit Zocker Andy! Und Miss Fortuna Epi! Und wir haben das letzte Mal... War das der, ist das erste Kapitel? Oder das was war das? Das ist das erste Kapitel gewesen, genau. Jo, von 5. Oder wie war das? Von 5, genau. Genau, das erste von 5 Kapitel haben wir abgeschlossen mit Pierce und Chris Redfield. Der alte Alkoholiker. Der alte Spritti. Auf jeden Fall, Fähigkeiten, das kaufen wir uns jetzt nicht. Nö. So, ich drück jetzt mal auf Verlassen. Hä? Okay. Und der Countdown geht los und wir warten auf dich. Was soll ich denn jetzt drücken? Zurück? Ich weiß es nicht. Achso, und dann nicht. Verlassen. Okay. Ach so. Ja, Chris verlassen? Ja, genau. Ich mach Schluss mit dir, du alte Patzel. Ja, echt jetzt mal. Ich werde dich sowas von verlassen, Junge. Oh, keiner passt dir. Keiner passt hier, genau. Kein Partner passt zu mir. Genau, keiner passt hier. Und eine Katze. Weihnachten! Jingle Bells. Er war auf Aufklärungsmission. Alleine. Alle herhören. Die Aufgabe der BSAA ist es, den Bioterrorismus zu beenden. Das können wir nur schaffen, wenn wir zusammenhalten. Niemand ist entbehrlich. Ganz genau. Und auch wenn alle hier bereit sind, für unsere Sache zu sterben, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Lass dich zusammenfinden. Sorry, Sir. Niemand wird zurückgelassen. Nicht bei mir. Verstanden? Ja, yes, Sir. Finn, Statusbericht. Ja, Sir. Die Guerilla setzt eine neue BOW-Spezies ein. Die Führung nennt sie Javu. Sie sind äußerst intelligent, unglaublich stark und haben die Eigenschaft, als direkte Reaktion auf körperlichen Schaden zu mutieren. Gut, alle wissen, was zu tun ist. Wir teilen uns in 3 Teams auf. Los, alles klar. Ja, Sir. Du bist der Neue, hä? Ja, Sir. Finn McCauley, Sir. Ich weiß, du hast Angst, Finn. Aber deine Kameraden decken dir den Rücken. Ja, Sir. Ich werde mein Bestes geben. Ist er immer so inspirierend? Nein, nur wenn er hackedicht ist. Ja, das stimmt. So, wir kommen beim BOW-Kriegssimulator 2015. Weitbeschuss, Weitbeschuss! Alpha-Team, Feuer erwidern! Alle mal ausschwärmen! So. Die Militärsimulation, jawohl. Wir stehen bei Herz 2 unter Beschuss. Erwidern das Feuer! So. Das spielt jetzt vor dem, was wir vorhin, also was wir gerade eben gespielt haben, also ja. Gerade davor. Weil seine Einheit lebt ja hier noch. Hi, Javo. Alles gut bei dir? Au! Ich kann hier irgendwie hier schießen. Ach, auf die da, ne? Die mit den geilen Jacken. Ja, die mit den geilen Jacken, die aus... Alter! Hä? Vergiss es. Oder vergess. Ach, was kann ich machen? Pierce, was tust du? Keine Ahnung. Ah! Warte, ich muss gucken. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich geh jetzt erstmal in Deckung. Das ist mir alles zu kompliziert hier. So. Hallo, warum? Wieso werde ich denn hier, von wo werde ich denn hier ständig getroffen? Ich höre dich nur schreien. Ja, ich. Geht so doch einfach mal entdecken. So mag ich dich am liebsten, wenn du. Ah! Frisch gegnillt, gegrillt, Ross. Nee, wenn du schreist. Also, wenn er schreit. Ja. Oh, hi. Was machst du denn da? Ich mach gar. Aua! Wir sind so eine Profis. Ihr seht schon, das ist. Oh, das ist Vollmunition. Geil. Ich seh dich noch gefunden. Hast du das gesehen? Das war voll geil. Das war meine Spezialfähigkeit, die ich gerade für mich selber entdeckt habe. Aber du einfach nur leidest. Aber ich liege an der Erde.
Was von wo denn? Das frage ich mich ja auch gerade. Ich weiß. Ah! Von da oben! Da ist so ein Scheißgeschütz. Kannst du das irgendwie kaputt machen? Guck mal. Ach da, okay. Da müssen wir kurz warten, bis der aufhört zu ballern. Kann ich hier eigentlich durch? Ja, nein. Versuch dir mal irgendwie zu treffen. Ja, ich mach's ja. Boah, ich baller. Alter, nein! Andi! Andi! Hier drüben! Der Javo steht daneben und wartet. Das ist aber ein freundlicher Javo. Und meine Ausdauer ist voll im Arsch. Ich glaube, wir können das nicht wegmachen. Wir müssen in Deckung einfach bleiben. Was? Bin ich jetzt tot? Wer hat da auf mich geschossen? Ich dachte, das bist du. Mit dem Scharfschützengewehr. Wer ist denn jetzt gestorben? Na, du ich? Oder ich? Oh, ich bin so Trottel. Andi, wir sind so eine Profis. Feindbeschuss, Alpha-Team, Feuer erwidern! Feuer erwidern! Feuer erwidern! Was hat denn der für eine komische Stimme? Der Chris oder Piers? Das war doch gerade Piers mit dem Feuer erwidern! Der hört sich an wie so ein kleines Kind. Ja, na nicht wie ein kleines Kind, aber so ein bisschen noch Bübchen. Ich bin gerade erst aus dem Paket raus. Wow, was geht hier ab? Für ihn! Okay, und jetzt machen müssen wir professionell sein. Mit Strategie. Oh, was ist das hier für ein Todesszenario? Ja, Andi, das heißt nicht, dass du mir im Weg stehst. Ah! Das war, glaube ich, nicht die beste, die ich hier hatte. Ich muss mal sprinten. Okay. Boah, scheiße, ich lieg schon wieder lang. Ich kann einfach nur leiden. Pass auf von hinten. Boah, ich hab den halben Kopf weggeschossen und der fällt einfach nicht um. Boah, da ist schon wieder so ein komischer Typ mit der. Okay, warte, ich nehme die andere Waffe. Damit ist der ganz schnell platt. Okay. Oh, hier ist Heilung. Geil. So, der ist tot. Ja. Zeugs. Ah. Ah, da ist nochmal Munition. Wir sind so toll. Wir sind jetzt in jedem Part mindestens einmal gestorben. Obwohl im zweiten nicht, oder? Sind wir im zweiten gestorben? Andi, was machst du da? Ach, das ist ja ein Gegner. Ja, Das Auto fährt voll drüber. Wie sind die denn hier drauf? Alter. Ach so, wir müssen einfach in Deckung bleiben. Wir müssen einfach in Deckung bleiben. Naja. Das Geschütz kriegst du so nicht weg. Na dann. Ah, den Idioten da auf der Brücke habe ich gerade umgenietet. Ich weiß, wo wir hin müssen. Folge mir. Ja, kann ich das wegmachen? Oder ist der schon tot, der Typ? Da draußen seid ihr leichte Beute, Alpha. Gehen Sie ins Gebäude. Ah, da bist du. Das ist die neue Spezies, von der das HQ-Gerät. Ah, au! Nichts aus. Mal Typ! Alter, so ein Assi. Oh, Kraut, geil. Aua, aua, aua. Ey, was soll denn das? Alter, ich schieß erstmal die Wandecke an. Das gibt's nicht. Alter, warum schießt denn Chris manchmal nicht? Bei mir der Pierce auch nicht. Ist ganz komisch. Voll die Assis. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Kräuter kombinieren. Nee, ich möchte es bitte mit dem da. Was macht der? Grün, oh, ich wurde abgestochen. So, Schnauze voll hier. Kein Bock mehr, ich mache hier gar nichts mit dem. Ich drücke immer die falschen Tasten. Also meine Zuschauer werden bestimmt denken, was macht die da? Da kann ich euch sagen, falsche Tasten drücken. So. Ich mache hier oben gerade alles sicher. Ach so, du auch. Okay. Hier gibt's gleich für Pierce oder für Chris eine neue Waffe. Ich weiß bloß gerade nicht für wen. Für wen? Für, hab ich doch gesagt. Ich hab verstanden, für wem. Wo bist denn du schon wieder? Wo bist du, Andi? Ach, da bist du. Ja, ich komm ja. Bin noch klein, nerv mich nicht. Oh nein. Was denn? What the fuck? Ernsthaft? Ah,
Andi, ernsthaft? Ernsthaft. Verarschst du mich jetzt? Wieso ich? Was hab ich damit zu tun? Oh. Alter! Wo muss man bei... Auf das fette Ding da! Gott, ich nehm lieber die Angriffswaffe. Er kommt mir ein bisschen zu nah. Ah. Oh, wo, 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 gleich frisst er mich. Wow. Andi, schieß doch! Wow! Ich mach es gleich so. Wir müssen gleich nochmal den Weg zurücklaufen, dann ja? Eine riesige WoW-Verbindung. Oh, sprint einfach! Feuere mit dem Panzerwagen, sofort! Was für ein Panzerwagen? Barrikade, Sir. Ich komme so schnell ich kann. Vor allem du sprintest weg und ich voll entspannt. La, la, la. Haltet. Ach, ich habe gerade gelesen, haltet euch durch. Das auch. Wenn man durch ist, man durch. Ich kletter einfach mal hier hoch. Tu's nicht. Wieso? Obwohl, doch, dann kannst du ihn ablenken. Ah, da kommt ein Jabo, ich kotze. Warum kann ich da nicht durch? I! Okay. Ich hab dich verloren. Ja, ja, ich bin da oben. Der Typ ist gerade am in der Knie. Ja, da, du kannst ihn anspringen. Was kann ich? Oh Mann. Jetzt von hier oben? Oh, fuck. Oh, verdammte Axt. Hey, Freund. Wow. Ich glaube, der ist ein bisschen böse gerade. Das gefällt mir nicht. Ja, warte, ich tu's. Was? Manu! Ich wollte gerade Action machen! Ich hab gerade deine fette geile Attacke? Ja, Manu! Was sind denn das für Schweine? Wir voll. Wollten die noch platt verbauen. Kann man den töten? Ja. Hat viel gegessen über den Winter. Komm mal mit! BOW steht uns im Weg. Änder den Kurs von Route 1 auf Route 4. Ja, hinter dir. Die Biester waren riesig! Ah, ich wusste nicht, dass die BOWs so groß werden! Wir geben ihnen etwas Neues. Sie können Monster erschaffen, wie sie wollen. Ach, hier lang. Ich renne hier immer nur gegen Mauern. Hey. Rizzi? Ach, da bist du, fuck. Hier drüben. Hey. Was denn? So. Eine Sturmschrotte, die nehme ich. Erste Hilfe-Spray. Hast du die Waffe überhaupt gesehen? Nö. Die ist dir sofort gekrallt. Nee, aber wurde dir die überhaupt angezeigt oder ist da noch Andi, eine? Ja. Ich kann die nehmen. Ich habe auch eine Sturmschrotflinte. Na dann ist ja gut. Geil. Cool, die kriegen wir immer aber alles beides. Geil. Besser ist, zum Kotzen sonst. Au, ey! Gute Arbeit. Tschüss, ich geh jetzt ohne dich. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen müssen. Oh, hier ist noch Muni, also du hättest mal hier mit hochkommen sollen. Oh. Ich komme. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Komm hier hoch, Mann. Hey. Hier ist keine Muni. Hier ist ein Schatz. Was, wieso? Aber da vorne war zweimal Muni. Einmal. Einmal für die Schrotflinte und einmal für Dingsbums. Nö, für die Piste, für das normale. Wie komme ich da jetzt raus? Runter, ach da. Runter, hinten, ihre Leiter. Bäm! Andi, du klingst so gestresst. Woran liegt's denn? Sag mal. Guck mal, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Ich habe einen Kontrollpunkt erreicht. Weil du wieder irgendwo hinrennen soll, hinrennst, wo du gar nicht hinrennen sollst. Naja, doch. Das verdammt! Sie sind überall! Der Panzerwagen geht in Deckung. Geil! Bitches! Oh, das war eine Scheißidee. Okay, Andi, komm mal in die Deckung. Du stehst hier völlig frei. Das war ich mit Absicht, damit du mir mal hilfst. Wow, das war knapp. Hallo? Achso, okay. So. Ich wollte gerade kommen und dich heilen.
Nee, jetzt ist zu spät. Okay. Ich weiß auch nicht, woher die überhaupt schießen, teilweise. Hier von links und rechts. Von links. Du musst hier durchrennen. Ich? Mir nach. Hier, los. Ja, ich komme ja. Wow. Panzerabwehrmine, gibt es sowas? Eine Mine, die du auf der Straße legst, damit der Panzer durchfährt und stirbt. Und stirbt. What the fuck? Man lad doch nicht nach, wenn du vor dem stehst. Das gibt's doch nicht. Oh, Andi? Was? Du lebst doch noch. Achso, ich dachte gerade, es wäre jetzt so ein Critical Hit. Lass mich machen. So, Nummer 1. Der zieht vor auf meinen Kopf, der Trottel. H2 auf einen Streich. Komm, weiter. Zimmer, wann gibst du hier die Befehle? Entschuldigung. Mein erster Tag. Scheiße. Wow. Alter, du Schlitzbrack. Scheiße. Jetzt wird zurückgetreten, du Penner. Ich grad seinen und Schuss. Und in dein Gesicht. So. Andi. Jetzt hast du ein Problem, Alter. Alter Schwede. Komm. Ich hab den grad die Klamotten ausgeschossen. Ach, der hatte eigentlich so eine schwule Jacke an und die war dann aus. Nicht fies. Ja. Drück immer die falsche Taste. Alter Assi, ey. Du musst diesen Zaun, da ist nochmal Munition. Ah, die ist despawned. Ich frag mich manchmal, warum Pierce hier die Befehle gibt. Willst du gleich jetzt aufs Maul oder was? Ich bin ein Gebieter. Wo ist der? Da bist du. Weißt du, was man mit Leuten macht nachts? Nein, nicht! Nee. Hä? Weißt du das? Nein! Das wird dir mehr wehtun als mir. Nein! Was? Ein Waggon im Weg! Wir kommen hier nicht durch! Ich spreng den Waggon aus dem Weg! Ich brauch Deckung, um alles Alter! Immer diese radikalen Ideen, die manche hier kriegen. Ich spreng das einfach weg! Oh, hier ist Muni, geil! Wow, jetzt hatte ich aber Glück. Ja, der Andi hatte Glück. So, du viel machst, Glück. Du machst Sniper und du gibst mir Deckung. Ich gehe nach vorne. Okay. Wo soll ich denn am besten hinsehen? Sag mal, kommst du auch mal in mein Blickfeld, du Alter? Erledigt. Oh, hier in dem Waggon sind ganz viele Kisten. Nein, ich will da rein. Oh. Oh, Scheiße. Ah! Was? Oh, hier ist voll die Muni. Yeah. Hä? Ja, Mensch. Oh Gott. Ich arbeite so schnell und ich kann. Wo sind die? Komm, die? Ach, da ist einer. Guck mal. Haha. Yeah. Hier bist du. Au, 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 au. Von da und oben. Wo? Wo oben? Ach, da oben. Okay, es gibt eins. Nur einen oben. Ah. Nur ein Rudi Völler. Von Bumm. Hinten. Alter, er hat einen Raketenwerfer. Du Kleiner. Ich hab einen Raketenwerfer-Typen. Ich wurde gerade von hinten abgeschossen. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Ah, fuck. Das ist ein Epileus. Mann, lad doch schneller nach, Junge! Oh, Gott sei Dank. Erledigt. So, wir sollten vielleicht wieder zurück. Okay. Einfach aus Prinzip, weil wir es können. Finn, mach schneller, du Sack! Ich mal Finn, du dummes Arschloch. Genau! Fast fertig! Das hast du vor 20 Minuten schon gesagt. Jetzt mal, dummer Assi. Scheiße. Den gesehen da oben auf dem Balkon, aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Da ist er! Hab dich.
Den wollte ich gerade killen. Tut mir leid. Jetzt klaut er auch noch die Kills. Ich fasse es nicht. Jetzt wird's aber dreist. Scheiße, da ist noch so ein Idiot mit der Ketten, mit dem Raketenwerfer. Wow, Alter, der ist mir ein bisschen zu bekloppt. Okay, jetzt habe ich wieder keine Muni mehr. Oh, Alter, Andi, hier drin. Ah, was denn? Hier drin in dem Waggon. Was ist denn da? Da kommt er mit dem Raketenwerfer, Mensch. So, der ist tot. Die Sprengung, wir sollten mal hier weg. Scheiße, renn. Ich häng fest. Hier kommt man gar nicht weg. Ah, was tue ich denn da? Wir müssen doch Finn finden. Ah, jetzt. Ich hab, glaube ich, Finn gefunden. Das hat er jetzt geschafft. Genau. Das war jetzt der Sinn von dieser Sprengung? Dass das Ding hochspringt. Wollen die uns verarschen? Was ist denn, sag mal, was ist das denn? Und Chris sagt noch, ich sorge dafür, dass in meiner Einheit niemand zu Schaden kommt. So. Aber ich würde sagen, wir beenden hier erst einmal den Part. Ja. Ja. Flugzeuge. Oh, Panzer. Oh, Schneeflocken. Oh, Sonne. Es schneit sogar im Tunnel. Was? Wenn du hochguckst. Stimmt. Oh, na, nein. Das ist bestimmt, Gott, weil der Wind so rein... Das ergibt keinen Sinn, dass denn die Schnee... Die Flocken aber nicht von uns. Oh ja. Gott, dazu sage ich nur noch eins. Nix, ich nehme mich hin. Oh, wir sind so glücklich. Okay, das hatten wir schon. Der wird alt. So. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.